Hast du hier den Chat im Blick? Ich habe nebenbei ein bisschen Chat, ja, aber wunderbar. Ich kann jetzt. So, darf ich mal was? Hallo, 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 hallo. Ja! Ja. Ah, Discord aus! Applaus für Tom Paris! Tom Paris! Okay. Okay. Ich bin paralysiert, sag, es wäre falsch. Immer diese Pärchen, du. So, ihr Schmuseboys, auf geht's ins Horror. Schmuseboy. Naja. So. Daddy, du bist ja einfach ein Schmuseboy. Hi, Harry. Ja, hab ich verstanden. Tschüss. Hallo. Du schuldest mir noch einen Faustkampf, Harry. Das weißt du, ne? Wir wollten mal boxen. Sag mal. Ey, was macht ihr hier mit dem Temperaturmesser bei mir? Du hast nur 20 Grad, also ich würde dich echt... Der guckt mir halt nicht. So, Schluss hier. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Lassen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungs... stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Haben wir sowas? Haben wir schon mal die Anwesenheit von zwei Verrückten festgestellt? Ja. Zwei Verrückte sind da und der Geist heißt Barbara Martin. Yo, Barbara, Babsi. Babsi. Ja, Harry, wir werden uns auf jeden Fall prügeln. Ich denke, das macht Sinn. Nur alleine, Freunde. Auf Twitch. Vergiss das nicht. Aber was ist eine Waberlohe? Daddy. Du nimmst dir... Nein, du hast eine normale... Ah ja, gut, okay. Du nimmst dir mal bitte noch ein Buch mit? Ja, Sir. Und schon anfangen... Noch ein Geisterbox. Tu mal bitte dein leeren Slot wählen und nimm hier hinten gleich so ein Stativ mit Kamera mit. Das habe ich schon alles vorbereitet. Kameras sind auch schon alle an. Wer? Nö, sie hat ja noch einen Platz frei. Ja. Ah. Du kannst jetzt aber dein Slot nicht wechseln, ne? Dann fällt die Kamera runter. Aber du kannst mit T die Kamera, deine Taschenlampe anmachen. Also ich wäre eher für den klassischen Schlamm, in dem wir uns prügeln, so, ja, damit die Frauen auch noch was davon haben. Ich kann zwei Fotos für Interaktionen machen, kann, die zeige ich euch, ja? Okay. Oder weißt du das ja, noch, Danny? Ja, weiß ich noch, ja. Wie ist denn das, lieber Chat, mit den mit der Lautstärke? Sind wir zu laut? Hört man zu viele Tastengeräusche? Oder sollen wir noch irgendwie was umstellen? Sagt uns mal Bescheid. Wir können dann noch nachsteuern. Hört man die anderen? Wir wissen es nicht. Ich mache mal ein bisschen Licht an, dass die Sanity nicht so schnell fällt. Boah, ey, das wusste ich noch gar nicht. Ja, du darfst immer mit dem Geist reden, der macht dann manchmal eine Tür auf, dann wisst ihr ungefähr, wo und welcher Raum er ist. Wie heißt denn der nochmal? Wo bist du? Zeig dich, du Luder. Babsi! Hierher! Du gestern Mittag einen Knochen zu schauen, ja? Dann bau du mal den Ring auf, Harry, und ich baue Muskulatur auf. Und dann sehen wir, wie es läuft. Warum hängen hier auf dem Klo so gruselige Familienbilder? Nazi-Stuff. Weil es was? Aha. Ach so, und da, wo ihr rausgeht aus den Räumen, wo wir nichts gefunden haben, immer das Licht ausmachen, weil wenn zu viele Lichtquellen an sind, dann springt die Sicherung raus, ja. Was soll Greta Thunberg denken? Ja. Barbara! Barbara! Ich werde mich mal nach oben begeben. Ich komm mit! Wohin gehen wir? Nach oben. Warum? Weil hier nichts ist und ich will unbedingt dieses blöde Stativ loswerden. Ja, gib uns ein Zeichen. Barbara, gib uns ein. Hier oben hat die Tür geöffnet, ich habe den Raum gefunden. Kamera! Ich komm. Sag mal Bescheid wo, weil dann kann ich meine Kamera da abstellen. Hier, ja, hier, komm hier, stell die hinten in die Ecke, bitte. Das sieht professionell aus, da liegen noch ein paar Jeans. Das ist im Prinzip wie bei uns. Super, super. Mein Chat sagt, wir müssen nicht ausmachen, der Energiebeauftragte hat gesprochen. Alles klar. Danke Friday für die ist vor Rückmeldung. Fuhr. Friday ist vor Fuhr, genau. Einer kann eine Weile runtergehen. Was hast du noch? Leg mal das Buch bitte noch rein. Dann gehst du runter in den Van, guckst nach Orbs und wir schuben eine Weile weiter nach dem Knochen. Ich habe nur Ausschlag 3 im EMF-Reader. Ja, das EMF kannst du auch hinschmeißen.
Wir gehen in den Backup, ins Backoffice. Langweilig. Ja, aber so, dass man es sieht. Jetzt lockt die alle mal ein bisschen hinterm Ofen vor. Ah, Licht geht aus. Oh, da steht Dai, Dai, Dai. Da steht Dai, Dai, Dai. Okay, wir haben das Geisterbuch. Also Buchcheck. Fummelt mal nicht so rum. Dieser Van ist ultimativ, ich will auch so einen. Mit genau so einem Equipment drin. Was? Was ist das? Warum ist es so unscharf? Ah. Hä? Steht die Kamera direkt vorm... Du kannst jetzt nach oben schauen. Muss ich dafür... Nachtsicht, dann sieht man es nicht. Also ohne Nachtsicht, ohne Nachtsicht, ne? Nur mit Nachtsicht. Ich stelle das nochmal um, die Kamera, dass du es besser siehst. Moment. Und dann schau mal nach Obst, bitte. Nach Obst? Schau nach Obst, ja. Wir müssen noch nach dem Knochen schauen, ja. Was willst denn du haben? Banane, Orange? Apfel. Okay. Bodensee. Ich will auch mal was sagen. Ja, mach mal. Da weißt du ja, was du drücken musst. Aber ich weiß nicht was. Jetzt möchte ich nichts mehr sagen. Das kannst du jetzt noch nicht triggern, weil wir haben ja gar nichts. Erstmal. Wir müssen da noch ein bisschen Stuff holen. Das Kruzifix müsst ihr dann wohl noch reinlegen und sowas. Geht gleich los. Aktivität ist auf Null. Aber ich habe noch einen Ring in deinem Geisterbox. Ja, genau, stimmt, red mit dir. Ich habe einen Knochen gefunden. Hi, Andi. Mach das mal, ist besser so. Du, wie sieht denn den Orb aus? Ist einfach so ein fliegender Licht. Dein Orb ist wie wenn ein Kühlwürmchen da rumfliegt. Also bisher ist nichts. Geh in deinem Raum und ist du da. Guck mal auf die Aktivität. Ja, das musst du mal hin und wieder durchgeben. Darf ich auch wieder reinkommen? Ist langweilig hier. Ja, warte, ich komme mal zu dir. Ich suche mal ein bisschen Stuff mit raus, ja? Wer ist das? Ist das Daddy? Ja. Daddy, ich sehe dich. Von hinten. Also so wie es aussieht, von hinten. Keine Obst da drin. 10, Aktivität 10. Oh. Okay, dann Achtung, 10er, Aktivität. Ja, jetzt haben wir keine Kamera. Hast du noch eine Fotokamera mit? Nee, ne? Ich habe keine, aber ich nehme jetzt das Kruzifix und eine Kamera, oder? Nee. Du nimmst jetzt, Hallo? Ja, warte. Nimm ein Kruzifix mit und... Ach, scheiße. Warum will ich das nicht? nimm mal das mit für die Fingerabdrücke bitte mit noch. Die Geisterbox ist kaputt. Wenn er nicht drauf reagiert, dann reagiert er nicht drauf. Ja, aber normal steht dann da nichts erkannt und das macht... Ja, das ist immer unterschiedlich, Daddy. Ja, okay, es geht. Du könntest dann, wenn du dann soweit bist, Räucherstäbchen und Feuerzeug holen, bitte. Jawohl. Das ist schon ein bisschen, Gib mir gruselig. Bist du da? Ich bin's nur. Hi. Bam. So, voll in die Mitte geworfen hier, ne? Warum sehen die eigentlich gleich aus? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Du kannst die Geisterbox auch runterlegen. Die redet auch so mit dir. Du brauchst sie nicht festhalten. Sehen wir nix, ne? Fingerabdrücke? Nein. Nix. Bist du hier, Geist? Jo. Dankeschön. Hast du gesehen, wie das geht, Daddy? Ja, sehr gut, danke. Ja, lass uns doch nochmal rausgehen. Fingerabdrücke sind hier keine. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Jetzt haben wir Buch und Geisterbox. Warte mal eben. Jawohl, wir machen Party. Rauchparty. Buch? EMF ist nicht, Geisterbuch ist nicht, Fingerabdrücke haben wir keine, Orb ist keine, Buch ist keine, Gefriertemperatur ist keine, ne? Du hast nee. Also keine Fingerabdrücke. Nein. Räucherstäbchen ist ja gar keine Aufgabe.
Ja, ist aber trotzdem manchmal ganz gut. Vielleicht brauchen wir noch eine zweite Kamera im Gang. Ich komm, Tom, kannst du mal runtergehen und noch die zweite Videokamera holen? Lass die Fingerabdrücke ruhig hier oben. Jetzt mal alles hinschmeißen. Wenn wir sterben, ist ja sein Zeug. Ja, du kannst das trotzdem mitnehmen, das können wir trotzdem gebrauchen. Wir müssen mit dem Thermometer noch einen Raum mit 10 Grad Celsius finden. So, achso, das hat nicht gezählt, das Thermometer habe ich irgendwo hingeschmissen, das müssen wir mal wieder suchen. Good job. Was macht Daddy da? Er regalisiert. Soll ich auch noch ein paar Räucherstäbchen mitnehmen oder was soll ich mitnehmen? Die Kamera bitte auf dem Stativ, also mit dem Stativ. Ei, Sir. Kruzifix kann ich auch noch mitnehmen hier. Nee, hab ich schon, das liegt schon mitten im Raum. Wir sind voll professionell aufgestellt hier. Es ist richtig krass, wie das läuft. Eigentlich nur Flip. Wie eine Maschine. Ich wollte auch gerade sagen, nur Flip macht eigentlich das ja alles voll professionell und wir machen halt so, ja, ja. Twerken, jetzt. Barbara Martin, wo bist du? Twerk mal ein wenig. Barbara, kannst du twerken? Zeige dich, Barbara. Du Barbara! Bitch. Oh, du bist ja da, Entschuldigung. Okay, okay. Shake that ass for me. Ich hab irgendwo den Thermometer hingeschmissen, das musst du mal noch suchen. Soll ich jetzt Räucherstäbler anmachen? Moment, ihr habt ja keine Kamera. Ich hab da die Kamera hingestellt, ne? Da vor die Tür, direkt ich in den Gang. Ich hab einen Fotoapparat, meinte ich. Falls der Geist kommt. Ich hab jetzt einen Raum gefunden mit den Temperaturen, die wir brauchen. Soll ich nochmal ein Fotoapparat mitnehmen? Barbara! Moment, ich stell gerade noch die zweite Kamera um. Macht das Sinn? Die zeigen ja jetzt aufeinander. Anyway. Barbara, zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Barbara, oh Barbara. Was ist nur los mit dir? Barbara. Rababara. Rababara. Barbara. Guck mal da, das sieht aber aus, als wäre da gerade 10 gewesen, du. Mm-mm, nee. Mm-mm. Das Kontinuum, die ist eingeschüchtert. Barbara! Geisterbox und Buch, oder? Ich hab noch ein Fotoapparat geholt. Ja, warte mal, lass mal noch mal in den Van gehen wegen der Sanity und alles gucken, bitte. Mach ein Foto! Ja. Von irgendwas! Für die Galerie. Hier von Daddy. Schade, es wäre ein schönes von unten Selfie gewesen, wie dein Vater sie immer aufnimmt. Alle unter 50, außer Mond. Na, siehst du, ich gehe rein. Lasst mal jeder Sanity Pill nehmen. Was ist dort drin für Inhaltsstoffe? Erst Räucherstäbchen, jetzt Pillen. Wird eine gute Party. Die Aktivität ist gerade auf 10. Wer hat gerade das Licht angelassen? Was ist passiert? Die Pillen, die sind scheiß teuer weggeworfen. Ich sehe, da liegen sie. Nimm sie schnell wieder, bevor sie jemand merkt. Der Flip stellt Strafanzeige. Was hast du mit meinen Pillen gemacht? Ich sag, ich bin Profi-Fotograf für spezielle Geistermodels und ich suche nach genau einer Person wie ihr. Barbara. Oh. Das war ich. Aha. Komm schon, Schnucke. Gib mir ein Zeichen, bist du hier? Barbara, oh Barbara, komm, zeig dich uns, wir warten auf dich. Wir haben EMF 5. Letzter Hinweis.
Okay. Dann ist es ein Uni. Kann eben mal wieso gesagt, es ist ein Uni. Haben wir alle Aufgaben erfüllt? Haben wir alle Aufgaben erfüllt? Jo, easy. Dann Abfahrt, oder? Ein Zeichen, Uni. Wo bist du? Zeige dich. Barbara, komm raus. Scheiße, es ist ein Kind, Alter. Nicht schon wieder, ey. Oh, Licht an. Hast du gesehen, oder wie? Geh mal zu der Geisterbox und frag mal, wie alt sie ist. Und dann schau mal auf die Geisterbox. Wie alt bist du? Ich geh mal ein bisschen weg. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt? Alter! Boah, nicht mehr! Wie alt bist du? Barbara, Martin, wie alt bist du? Die antwortet nur, wenn man alleine ist. Barbara! Auf jeden Fall. Barbara, Martin. Barbara, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich dachte, du bist aktiv. Du bist eine Uni. Barbara! Fuck, ich hab sie nicht gesehen. What? Seid ihr wenigstens gut erschrocken? Ich hab sie nur gehört. Ich hab sie auch nur gehört. Zeige dich, Barbara. Wo bist du? Wir provozieren die alle aber auch wirklich ohne Ende. Bist du ein Kind? Wer nennt denn sein Kind Barbara? Das war früher so. Stimmt, genau, man nennt ja nur erwachsene Menschen Barbara. Ja, absolut. Bist du da? Barbara, wo bist du? Wie alt bist du? Was machst du mit deiner... Soll ich da nochmal rein? Ja. Ich glaube, da ist sie nämlich. Da drin. Ich damit vergewaltigen. Essen, ich esse dich. Barbara, wo bist du? Ich möchte ein Foto von dir, Babsi. War das gerade sie? Juli, wo bist du? Die ist hier in dem Zimmer mit dem Kinderbett. Da! Nein, doch nicht. Okay. Hier ist sie. Barbara, Martin, bist du hier? Hey, guck mal, ich hab einen Ball. Ah! Bist du hier? Oh, ich will ihn, ich will ihn! Barbara, zeige dich. Bist du hier? Neides. Barbara, wo bist du? Oh, okay, okay. Barbara, wo bist du? Ich möchte ein Foto. Wow! Barbara, das war der Hase. Ach, nein, du bist ein Kind. Nein, nein, nein. Schatzi, schick mir ein Foto. Oh Gott, der Ball ist dahinter gerollt. Die ist 100 pro hier in dem Zimmer. In dem Schlafzimmer hier. Nein, da ist sie nicht. Und dann erkläre ich mal am Allradbügel, wie das funktioniert. Ey, machst du mir die Tür vor der Nase zu? Barbara, bist du hier? Entschuldigung, wo bist du? Gib mir ein Zeichen, Barbara. Zeige dich. Wo bist du? Barbara, mach nicht die Tür auf und zu, zeig dich. Die schöne Barbara. I like big boobs. Wunderschön, weitermachen. Limbo, limbo, bimbo, limbo, limbo, limbo. Barbara Martin. Barbara. Was? Was hat er gesagt? Barbara, zeige dich, sonst geben wir... Hi Muko, grüß dich. Barbara, cool, dass du mal vorbeiguckst. Du, zeig dich. Du kriegst bald ein Bild. Wo bist du? Zeig dich, Barbara Martin. Bist du ein Kind? Zeige dich, Barbara. Ah! Fuck, Mann! Die Deine zeigt sich nicht. Aktivität auf 10 und dann auf 8 gefallen. Ja, die hat nur gehaucht. Na komm, da kann man gehen. Das dauert sonst zu lang. Na ja, gehen wir halt. Ja, leider nur so. Wieder auf 10, wieder auf 10, wieder auf 10. Sanity von dir ist auf 27, Flip. Puh. Ja, ich war jetzt kurz davor, da hinzukommen, dann ist das Schwachsinn. Müssen wir nicht riskieren. Haben wir so gute Fotos schon gemacht.
Boah, das war echt viel, hä? Aktivität. Richtig krass. Hm. Auf 10 und dann richtig gedroppt. Hm. Like it's hot. Like drop it's not it like hot. It's hot. Ein Oni. Gut ab, die Sanity, ey. Also habt ihr alles eingetragen? Yes, sir. Ja, ich hab drin. Wieso hab ich noch so viel Sanity? Ich war ja die ganze Zeit mit drin. Weil ich wahrscheinlich mit dir am Raum war und dadurch mehr Sanity verloren hab. So, das war doch 100 pro Oni. Da haben wir doch recht gehabt. Na klar. Boah, das war gut. Hallo, Antitäker. Nice. Ja, hätten wir das Geisterfoto noch, wäre es halt 80 gewesen. Mehr geht dann auch nicht. Bei einfach. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind richtig geil. Sehr gut. Genau. Der absolute Pro. Wir sind, wir sind absolut planlos unterwegs. Anstalt oder Roadhouse. Also ich wäre fürs Roadhouse. Roadhouse. Ja. Bin dabei. Ja, hau rein. Jo, dann fügt mal euer Zeug hinzu und ich tu dann noch ergänzen, ja? Was haben wir überhaupt? Ich habe überhaupt keinen Überblick. Nichts. Foto. Thermometer. Habe ich. Ich habe meins dabei. Wir besitzen nicht viel. Juli, bist du da? Weil man hört dich nicht. Ja, ich bin da. Okay, schön. Und Sebi auch? Sebi auch. Und was richtig krass ist, ist einfach diese Levelunterschiede. 7, 10, okay, 59. Bäm! Entschuldigung. Schäm dich, Flip. Werd schlechter. Diesmal flippt der Daddy. Genau. Na, wenn man auf, nee, ihr müsst das so sehen, wenn man auf Profi ein Level spielt, ne, und macht alles, kriegt man 200 XP, das ist anderthalb Level. Let's You hat gerade Phasmophobia gestartet. Ich glaube, man wartet jetzt gerade noch auf Let's You. Ja, voll cool. Können wir gerne machen, ja. Achso, ich habe gerade mit der Falschen geredet. Wir haben keine Süßigkeiten. Wenn man auf Profi ein Level schafft, haben wir Süßigkeiten. Alles Chips. Macht, kriegt man 200 Chips sind keine Süßigkeiten. Käsestangen sind auch keine Süßigkeiten. Schokolade. Also haben wir Schokolade? Was für deine Mandelschokolade? Ja. Möchtest du die gerne essen? Zum Beispiel? Auch vor der Kamera? Ja. Okay. Ich esse immer. Auch vor der Kamera. ASMR. Schokolade. Ich habe jetzt gerade mal geschrieben, ob man auf sie warten soll oder ob sie noch ein bisschen... Ich habe noch Nizza-Salat. Pizzasalat? Nizza. Ach, Nizza. Sibi? Der ist gerade rauchen. Juli? Daddy? Willst du mit mir in den Schrank? Immer doch. Okay, ich lasse euch mal allein. Nee, wir müssen rausfinden, ob da drei Leute reinpassen. Komm her. Komm her, Flip. Wir wollen wissen, ob drei Leute reinpassen. Ich eile, mein Herr. Ich eile. Also sie schreibt um 20 wäre sie da. Also 20 Uhr. Na, wir können ruhig eine Runde starten. Jo, 10 Minuten easy. 8 Minuten schaffen wir eine Runde. Komm, los, weiter geht's. Los geht's, hau rein. Ja, 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 ich bin bereit. Käse kann auch Süßes, richtig, Muko, richtig, absolut korrekt. Käse ist das Beste, und zwar jegliche Art von Käse. Schön geile Käsestangen. Muss man nebenbei hier gucken. Ich lese vor. Okay. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen und fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Richard Moore. Huhu, dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand, der alleine ist, zu antworten. Viel Spaß. So. Ich mag es, wie du das vorliest. Das ist mega beruhigend, ne? Okay, nimm mal ein kleines Wort mit wie vorhin. Also du wieder mit
Videokamera und was hast du noch mit dabei? Ich hatte noch das Buch mit dabei. Okay, du nimmst noch das Buch mit. Und Daddy, du nimmst wieder einen EMF-Reader, die Geisterbox und deine starke Taschenlampe mit, okay? Okay, ich brauche gerade noch eine Sekunde, Moment. Ja, wir regeln das dabei. Hinein, hinein, hinein! Yay! Hast du den Schlüssel dabei? Ah ja. Und sein Zeichen. Wer noch? Also hier würde ich sagen, ich check erst da unten die Räume. Eigentlich kannst du auch die Kamera erstmal hinstellen und holst da weiter die zweite Kamera, weil das dauert ja immer ein Stückchen, bis man den Raum gefunden hat mit den Temperaturen. Ich möchte auch suchen. Ich eile erneut zum Van. Wie war der Name, Richard? Moore. Ja, tanz für mich. Tanz für mich. Ich dachte, du wärst Karina. Nichts. So, ich habe jetzt die zweite Kamera im Anschlag. Soll ich mal nach oben? Ja. Ja, aber du kannst ja noch nicht sehen, weil du ja nichts hast, um den zu identifizieren. Aber ja, kannst du vielleicht auf die Treppe oben hinstellen, weil hier unten scheint nichts kalt zu sein. Okay, hab's mal nach oben abgestellt. Die untere Räume, kein einzigster Knochen, keine Temperaturschwankungen. Also könntest du die zweite Kamera auch schon mal Richtung mit nach oben nehmen. Richard Moore, bist du hier? Gib mir ein Zeichen, Richard Moore. Ich komm jetzt rein. Okay, Richard Moore. Roger Moore ist tot. Alles klar. Warum suchen wir Roger Moore? Richard Moore! Guck mal, ich habe die geilen Fettscheiben mitgebracht. Und ein bisschen Schokolade. Ja, ich bin im Keller, aber hier tut sich im Moment noch nichts. Im Keller war nichts. Wir wollen jetzt schon oben schauen. Also ich sehe nirgends sowas mit Temperatur. Das kann dann aber so, weiter geht der wilde Ritt. Würde ich meinen. Richard Moore, gib mir ein Zeichen. Ich bespaße mittlerweile so lange mal im Chat. Das geht ab, das geht ab! Ey, wir wollen übrigens kein Backseat Gaming, ne? Nur so. Behaltet eure Tipps für euch. Wir brauchen keine Tipps, ja? Wir haben einen Flip. Das kleine Klo hier, oder? Ja, eine Kamera ins Klo und eine zum Klo platzieren. Vergesst ihr das Klo einzustellen und. Die Fettscheiben. Hallo Richard, melde dich bitte. Bist du hier? Jo! Geisterbox hat auch funktioniert. Gut, dann gehen wir jetzt alle raus, schauen nach Geister hoch. Oh! Und nehmen uns doch ins Stuff mit. Buch ist auch schon fertig, guck mal, schon beschrieben. Warte, ich mach ein Foto davon, okay? Boah, es geht schnell, ja? Das ging schnell. Wir haben ja nur 8 Minuten Zeit gehabt. Boah, ey, das sind solche Pros hier, der Daddy und der... Voll der Quickie. Und der Flip. Richtig krass. Haben wir wieder einen Oni? Schon wieder? EMF, Geisterbox. Da könntest du gleich mal die Räucherstäbchen mitnehmen. Geisterbuch. Jawohl, Mann. Warum gehen die jetzt nochmal rein? Was ist noch eine Aufgabe? Mhm. Nochmal, ich glaube, Foto, oder? War Foto? Mhm.
Geister-Event brauchen wir. Das ging echt schnell. Das ist Pro-Style einfach. Du hast schon unsere Zeit abgelaufen im LKW. Ich nehme mal noch eine Kamera mit, oder? Ja, bitte. Heiße Schokolade. Oh nein. Soll ich das mal die Räucherstäbe schon mal? Bleib cool. Und du, bleib cool. Richard Moore, zeige dich, gib uns ein Zeichen. Boah, auf dem Klo zu sterben ist auch scheiße, wa? Das ist meine absolute Traumvorstellung. Ich bin auf dem Klo gestorben. Richard Moore, zeige dich. Genau. Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Achso, wir müssten mal noch nach einem Knochen suchen. Ich hab keinen gefunden. Vielleicht im Stuhl. Und nach dem Waschbecken. Wir brauchen ein dreckiges Waschbecken. Das Waschbecken hörst du, wenn er anmacht. Das läuft dann die ganze Zeit. Ja, weiß ich, aber ich dachte, vielleicht hat es jemand schon gefunden. Richard Moore, bist du hier? Zeige dich. Meine kleine Schlampe. Was sind denn das denn? Diese Geister haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen wahrscheinlich. Du bist der Einzige. Guck mal hier, unsere Schneidebretter. Stimmt, sie haben wir. Kannst du ein Foto machen, wenn das sich zeigt? Ha, wir sind so cool, wir haben die Schneidebretter aus dem Spiel. Oder hat das Spiel unsere Schneidebretter? So many questions. Soll ich mal gucken, ob sie noch da sind? Oder ob sie bereits digitalisiert wurden? Oh Gott. Richard Moore, bist du hier? Richard Moore? Nach oben, nach dem Knopf. Richard Moore. Ja, mach ich. Richard Moore, zeig dich. Wo bist du? Bist du hier im Raum? Komm, ich guck mal hier so in den... Da ist ein Ball. Ich habe einen Ball gefunden. Lass uns zusammen spielen. Richard, ja. Bist du hier? Richard. Bist du auf dem Klo gestorben? Wie alt? Richard Moore. Hier hat jemand sein Handy liegen lassen. Mitnehmen. Das gibt Geld. Richard, gib mir ein Zeichen. Richard. Gib mir ein Zeichen. Weißt du, man kriegt für so einen kompletten Auftrag irgendwie 100 Euro. Warum nicht einfach das Handy klauen und es irgendwie auf eBay verticken? Laptop, alles da. Auto klauen. Schaut mal ins Journal bei den Fotos. Der Geist hat das Licht angemacht. Wenn du das kurz darauf später fotografierst, bekommst du dafür ein Interaktionsfoto. Okay. What? Kein Knochen dort zu sein, oder? Oder da muss ich erst zeigen, dass der Knochen wieder da ist. Hatte ich auch gehabt. Nee, also ich habe bisher keinen gefunden, aber ich suche auch echt alles ab. Richard, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen von dir. Richard, gib uns ein Zeichen. So ein Zeichen wünsche ich mir. Sing doch mal, vielleicht bringt das was. What? Was mir da eigentlich ein Nachbarn denke, wenn die hier andauern, sehen, das Licht geht an und aus und eine Taschenlampe durch die Wohnung. Da hat gerade eine Schreibmaschine getippt. Ey, ich geh raus. Hab schon wieder Gänsehaut. Der war neben mir, macht... Jetzt könnt ihr weitermachen. Ciao. Ja, genau, jetzt verpisst er sich. Ey, Boss, was ist da los?
Wo bist du? Ja, das ist scheiße, in einem kleinen Raum und da kackt ihr uns Ohr. Das ist sehr unangenehm. Wo bist du, Richard? Aber Richard, zeige dich! Der Rausch der Geschwindigkeit, ja. Richard! Richard Moore, Richard Moore, bitte an die Kasse. Richard Moore, Richard Moore. Hallo? Was wäre Ihr Preis gewesen? Nehmen Sie Tor 3 oder nehmen Sie lieber Umschlag Nummer 2? Richard, du, ich habe oben deine Pornohefte im Schlafzimmer entdeckt. Komm mal lieber raus, du. Jetzt gibt's auf die Finger. Wo? Richard Moore, wo? Raus jetzt mit dir. Komm, Richard. Es gibt Schellen. Porno heiße macht blind. Schellen. Komm jetzt doch her. Heiße Ohren. Fein, der ist im Bord, macht das Waschbecken nicht an, ne? Der findet den Schalter nicht. Fahr mal den PC hoch. Richard Moore, ich bin wieder da. Wo bist du? Muss doch irgendwo dieser Kackknochen rumliegen. Gibt's doch nicht. Aber ist ja nicht zu finden. Wir waren jetzt überall. Richard. Richard Moore, bist du hier drin? Richard. Sag mal, ich... Zeige dich, Richard Moore. Alte. Richard Moore, zeige dich. Liegt da Salz? Mhm. Was liegt da auf dem Boden? Salz. Salz. Ich glaube, der ist von deinem Level 59 eingeschüchtert. Ja. Da wird er langsamer. Das ist ja Anfängergeist. Richard Moore, ich komm zu dir auf das Scheißhaus. Richard Moore. Wir singen nochmal, Richard, gib mir ein Zeichen. What? Da ist er! Da ist er! Ist direkt vor uns! Guck an die Wand! Guck an die Wand! Die steht doch hier! Ist er noch da? What the fuck? Wir haben ihn. Hat gezählt als Geisterfunk. Kommt, können wir gehen. Sag mal was, von wegen hat gezählt. Hilfe! Ich hab das krasseste Foto direkt, der stand direkt vor mir. Und ich auf dem Klo. What? Junge, wir haben das krasseste Foto, als du die Tür zugemacht hast, stand er einfach direkt da, vor uns, mit einem fucking Messer in der Hand. Jo, ich seh's im Dings, aber da hat sich halt noch nicht komplett gezeigt, weil wir die Kruzifixe noch reingelegt hatten. Boah. Ready? Also die Fotos im Journal sind mega geil. Also diese Fotos sind echt hart, ohne Spaß. Also da kriegst du ja echt das Flatterle laufen, ne? Spontan-Durchfall. Ich hab euch was mitgebracht, steht beim Computer. Jo, ich will jetzt aber... Also. Jo, ich hab dir was mitgebracht. Das stand gerade noch beim Computer, aber das hat gerade Daddy geklaut. Was war das? Daddy, ah, wie süß! Schau mal. Juli, guck mal, ich hab... Ah, oh, oh, wie süß! Du, mach ein Foto. Du, mal süß! Foto! Ups. Der Hase hat nur ein Ohr. Geisterbeweis. So, das war schön. Ja. Schau, jetzt gibt's noch $50. Und weißt du warum? Weil die Aufgabe 4 fehlt, das Knochenfoto fehlt und der Knochenbeweis fehlt. Genau. Aber der Knochen war nicht da. Aber wir haben die Aufgabe relativ schnell gemacht. Ja, und jetzt können wir ja die Ju dazu holen. Ja. Genau, holt mal die Ju dazu und ich tu mal kurz einen Raum gehen. Ganz schnell. Gut. Sehr gut.